Am 15. Juli war das Ahrtal eine Trümmerwüste. 134 Menschen waren gestorben. Tag zuvor meldete das Landesamt für Umwelt eine angespannte Hochwasserlage. Das rheinland-pfälzische Ministerium von Anne Spiegel: Wir nehmen die Lage ernst, auch wenn kein Extremhochwasser droht. Da tobte die Flut bereits durch das obere Tal. Doch alle Verantwortlichen gingen ahnungslos zu Bett. Anne Spiegel sorgte sich am nächsten Morgen erst einmal um ihren politischen Ruf, wollte mögliche Schuldzuweisungen abbügeln. Es war ein Gedanke, der genauso schnell wieder weg war, wie er da war. Und für mich stand an dem Morgen wirklich im Vordergrund und hatte absolute Priorität, wie wir die betroffenen Menschen in den Regionen jetzt gut unterstützen können. Anne Spiegel hatte Sorge, dass sie eine Mitschuld in die Schuhe geschoben würde und simste morgens an ihren Pressesprecher Dietmar Brück. Das Blame Game, also die Schuldzuweisung, könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben. Ich im Kabinett gewarnt habe. Brück simste zurück in die große Runde. Die Starkregenkatastrophe wird das beherrschende Thema dieser und nächster Woche sein. Anne braucht eine glaubwürdige Rolle. Die Opposition meint, die grüne Bundesfamilienministerin sei ab sofort auf Bewährung. Vor dem Hintergrund des Umgangs mit all diesen Ereignissen stellt sich tatsächlich die Frage, inwieweit sie auch Rückschlüsse zieht auf die Herausforderungen, die ihr neues Amt als Bundesfamilienministerin mit sich bringen. Anne Spiegel ist nur eine Facette des Dramas. Immer deutlicher wird, die rot-grüne Landesregierung Rheinland-Pfalz und die nachgeordneten Behörden hatten die Lage völlig falsch eingeschätzt.